Einen vorläufigen Höhepunkt erlebte der BVD-Untersuchungsausschuss am heutigen Dienstag mit der Befragung von unserem Innenminister Herbert Kickl. Einmal mehr versuchten Vertreter der Opposition, Kickl respektive seinem Ministerium unrechtmäßige Handlungen nachzuweisen. Klar ist, unser Innenminister hat sich weder gesetzlich noch moralisch etwas zu Schulden kommen lassen. Er hat entsprechend seinen Verpflichtungen gehandelt und auf Basis der geltenden Gesetze agiert. Von den Verschwörungstheorien ist rein gar nichts übrig geblieben, wie auch unser Fraktionsführer Hans-Jörg Jenewein bestätigte. Und wenn man dann heute am Tag der Befragung des Innenministers hört, was von diesen ganzen Vorwürfen, die ursprünglich formuliert wurden, ich darf nur daran erinnern, Stichwort Überfall, wo martialische Menschen mit Sturmhauben und Sturmgewehren angeblich das BVD gestürmt haben, was im Endeffekt davon übrig geblieben ist, dann glaube ich, muss man natürlich auch die Aussagen, die jetzt von meinen Vorrednern von der Opposition hier gefallen sind, genau in diesem Lichte auch sehen.